Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Tja, ihr wolltet sie, ihr bekommt sie. Da habt ihr es. Da ist Fussel. Fussel? Oh. Fussel, lecker, ja. Na, die Kamera mag sie nicht. Die Message war eindeutig, Kamera nicht gut. Die anderen setzen sich nicht in Bewegung, weil die Kamera da ist und ich da bin. Hey, lass mal los, ich will das denen hinhalten. Guck schon. Na, guck mal hier, lecker, lecker. Lecker, lecker. Und Fussel so, nein, Mann, alles meins. Ich meine, das ist schön, Fussel, dass du das alles fressen willst. Gut, da sehen wir die Geburt eines Schweins. Da ist es. Ist es nicht ein wundervolles Schwein? Ja, Schweinchen kommen aus Kuschelsäcken. Wer das nicht weiß, der hat in der Schule nicht aufgepasst. Ne, Maja? Salat? Nicht mein Finger, ne, Leute? So, so. Reiß dir was ab und dann abhauen, ne? Und Fussel arbeitet sich langsam in den Salat hinein. Wir werden mal versuchen, die anderen zu animieren. Komm schon. Pepper. Na, das ist doch was, oder? Das ist es doch. Das ist doch das Food. Pepper, lass mal kurz los. Ich muss es nochmal dahin halten. Ja, Häschen auch nochmal. So. Pepper findet das ganz toll. Juni ist auch ein Riesenfan. Seht ihr das Hörnchen da? Das kleine orangene Hörnchen. So, und jetzt kommt, ihr Killerschweine. Auf geht's. Haut rein. Weil wir können ja auch mal Vegetarier füttern. Warum eigentlich nicht? Könnte auch das Ding einfach da drin liegen lassen. Und das findet Hazel schon wieder doof. Nur Pepper, komm. Komm, mein altes Mädchen. Pepperchen. Pepper, du verpasst das Gute. Jag mal die Kleinen alle weg hier und hol dir das. Zeig, dass du ein Wehrschwein bist. Du bist zwar ein bisschen älter, aber du bist ein Kämpfer. Guck, ich rette es noch. Komm schon, lass los. Pepper. Manchmal muss das Futter auch zu den alten Schweinchen kommen. Und Juni so, ist ja wohl jetzt nicht dein Ernst. Na Maja, du bist doch trickreich. Du bist doch ein trickreiches Schwein. Bist du nicht? Ja, die Kamera sagte, nee, also, wenn du die noch ein paar Meter wegnimmst, komme ich durch. Ansonsten ist die einfach zu nah dran. Ja, die paar Meter habe ich jetzt genommen. Wo willst du denn hin? Das Futter ist da vorne. So. Ja, boxt euch mal alle schön weg. Es muss natürlich schön eng sein an der Stelle, wo es gefüttert wird. Ist ganz wichtig. Oh, Fussel. Ja, und Fussel verjagt mit der Kamera. Ich sag ja, die haben halt Angst vor der Cam.
Wenn die so aus dem Augenwinkel kommt, wissen die Schweinchen nichts damit anzufangen. Ist auch krass, wie bei dem schwarzen Schweinchen einfach nichts zu erkennen ist, außer schwarz, ne? Ich meine, das könnte auch der Hintern sein. Und der Kopf könnte auf der anderen Seite sein. Man weiß es nicht so genau. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und Juni. So, jetzt kommt ihr Killerschweine. Kommt aus der Ecke raus. Kommt schon. Stellt euch nicht so an. Die da ist viel einfacher. Ja. Wow. Mach das nochmal hier rüber. Sie ist übrigens auch die einzige, die rumspringt. Na, Juni, steht dir ein fälliger Hintern im Weg. Wir wissen beide, dass du doppelt so schwer bist wie das fällige Schwein. Also von daher. Aber Maya ist halt bockig. Die kickt sich da durch. In der Freizeit Kickboxer, seht ihr das? Oh, Juni. Armes Schwein. Das kann ich immer nicht angucken, deswegen muss ich immer, wenn ich die Tiere fütter, im besten Fall einfach direkt wieder weggehen, weil ich nicht sehen kann, wie denn einer einfach nichts bekommt. Das ist immer ganz tragisch für mich. Aber jetzt bekommen halt wegen einem, der jetzt nichts bekommen hat, alle anderen nichts. Aber Juni ist ein sehr talentiertes Schwein und sollte gefördert werden, auch im Futter. Guckt euch das Schlappohr an, das Schlappohr. Es ist so ein schönes Schlappohr. Und das Hörnchen. Seht ihr das Hörnchen? Das konnte ich beim letzten Mal gar nicht so gut zeigen. Ja, Hesel. Hesel ist auch eine Rampensau. Und die hat da auch so einen kleinen weißen Fleck hinten im Nacken. Der war mal größer, als sie noch kleiner. Aber die waren beide mal klein. Sogar hier schon klein. Ne, Maya? Oh, Peppa, kein Bock mehr. Peppa, Protest. Bist du ein Protestschwein? Die sagt sich, Mann, was soll denn das? Wo ist das Futter hin? Hier ist das Futter. So, aber damit wir jetzt auch mal was anderes noch gesehen haben, nämlich Sachen, die ihr sehen wollt und, naja gut, die Schweinchen wolltet ihr offensichtlich auch sehen, aber jetzt kommen die Sachen, die mit Terroristik zu tun haben. Wir wechseln rüber. Ja, während die Schweinchen die Gurke weiter hinter mir vernichten, habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal ein paar Tiere an, die wir schon eine Weile nicht mehr gesehen haben. Also jedenfalls nicht mehr gesehen im Sinne von nicht mehr hier durchgeguckt, sondern wirklich gesehen. Ich glaube, das letzte Jahr haben wir kurz reingeschaut bei den Tierchen, wo wir das mit der Schabe gesehen hatten und der Assel. Deswegen gucken wir jetzt mal hier rein. Hier haben sich sicherlich ein paar Sachen getan. Eins weiß ich schon. Wir werden mal schauen, wie das Tierchen aussieht. Mal abgesehen davon, hier ist dieses tolle Hölzchen, was ich da ja mitbekommen hatte. Und da ist wortwörtlich der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Oder? Also ich weiß nicht. Ich habe das nicht mit Löchern bekommen. Keine Ahnung, was da los ist. Aber scheinbar freuen sich die Springschwänze, die hängen dann nämlich in der Region sehr, sehr gerne ab. Aber das wollten wir gar nicht machen, darum geht es hier gar nicht. Das Stück nehmen wir mal raus, weil ansonsten wird uns das im Wege liegen. Und zwar, jedenfalls haben wir hier die Damen und Diadema und da wollten wir jetzt mal reinschauen. Und zwar gucken wir uns erstmal etwas an, was passiert ist. Das Tierchen hat sich nämlich gehäutet. Ne? Also hier haben wir die Haut von dem Tierchen. Schon ziemlich groß, muss man sagen. Ne? Also, wenn man jetzt meine Handfläche nimmt, ist das schon ziemlich, ziemlich groß. Auch die Fühler sehr, sehr lang. Ne? Aber wir gucken uns auch das Tierchen noch an. Das haben wir nämlich hier drauf sitzen. Sehr gut getarnt tatsächlich. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen näher rankommen. Ich habe ja noch mein Licht. Oh, Licht, doch er fand den Schalter nicht. Hey, wieso geht denn das Licht nicht an? Ich hab's doch ans Laden gepackt. Warum hat er dich nicht geladen? Na gut, dann haben wir halt kein Licht. Ich muss es nachbeleuchten.
So, hier ist das Tierchen. Gott, ich kriege das gar nicht hin. Wartet mal. Ich muss jetzt, glaube ich, das Licht wegmachen, weil das Licht das andere Licht stört. Ist das Ding schon kaputt? Keiner weiß es. Da haben wir das Tierchen. Sehr hübsch, aber auch noch sehr, sehr klein. Ne? Also man sieht es ja an meinem Finger. Guck mal, ob ich sie ein bisschen bewegt kriege. Komm schon. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen bewegen. Zeig, dass du lebst. Und aus der dunklen Ecke vielleicht raus, hat die Kamera nicht diese Probleme. Genau, die hellen stellen sie gut. Da ist gut. Ja, jedenfalls immer noch ein krasses Tier. Sehr, sehr hübsch. Und unheimlich schnell. Und möchte immer aus dem Licht raus. Licht blöd, sagt sie. Naja, gut. Und ja, wollen wir sie gar nicht weiter stören. Weil, wie gesagt, sie mag halt das Licht nicht. Je heller es ist, desto blöder findet sie es. Und dann macht sie, dass sie wegkommt. So schnell, wie es geht. Ja, also immer ab ins Dunkle. Oh, so schnell, wie die gerade auf die andere Seite gelaufen ist, konnte ich gar nicht drehen. Aber wir können wieder zurückdrehen, da ist sie wieder. Naja, gut. Ich denke, wir haben das Tier genug gestresst. Wir gucken mal beim nächsten Tierchen rein. Auf geht's! Nämlich gucken wir uns jetzt mal an, den Heterometrus silenus, um den Markus ein bisschen glücklich zu machen und den einen oder anderen, der gerne einen Skorpion sehen will. Also die sind noch klein, vergesst das nicht. Also meine Skorpione sind jetzt nicht ausgewachsen oder irgendwas dergleichen. Ich habe die wirklich klein immer gekauft. Und daher ist dieser hier auch sehr, sehr klein. Und da hockt er. Und der findet gar nicht gut, sagt er. Stachel im Anschlag. Und sagt, was geht hier ab? Was ist hier los? Was ist dein Problem? Warum habe ich kein Zuhause mehr? Ne? Also diese Sachen gehen ihm gerade durch den Kopf. Vielleicht denkt er auch gerade Futter. Ich weiß es nicht. Aber für Futter ist noch keine Zeit. So, gegen hier ein bisschen. Also gehäutet hat er sich auch. Ich sehe nämlich hier Beinchen. Hier sind kleine Beinchenstücke. Mal gucken, ob ich die drauf kriege. Ja, da, ne? Also von der Häutung. Offensichtlich ist hier jemand drin, der die Haut aufgefressen hat. Also ich sehe hier alles voll mit Beinchen. Sogar die Zange. Einen Moment. Beinchen und Zange. Also irgendwer begünstigt sich daran, aber ich wüsste nicht, wer da drin sein soll, der sich daran begünstigt. Also entweder frisst er das halt selbst, keine Ahnung. Ist halt sehr, sehr leicht, ne? Jede Atmung führt dazu, dass das Ding durch die Gegend fliegt. Wir gucken mal, ob wir ihm was zu fressen geben können. Bin gleich wieder da. So, für den Fall habe ich ja meine schlaue Mehlwurmbox. Und da werden wir mal gucken, ob wir ihm einen Mehlwurm andrehen können. Aber der hängt jetzt gerade so doof da. Komm mal weg da. Ich will dich sehen können. Wir wollen dich sehen können. Ansonsten macht er das ganze Video keinen Sinn. Jetzt hält der Mehlwurm das fest. So. Oh. Da ist auch seine Stachel. Also von seinem Schwanz und seinem Stachel. Die Haut noch mit dran. Ne? Also da seht ihr sie. Die ist da quasi auch gerade an der Stelle. Muss man gerade mal alles hier freilegen, wenn wir einen Platz haben. So. Also hier ist der Stachel. Den kriegen wir wieder hier ins Fokus. Versuchen wir unser Glück. Da. So. Eigentlich will ich ihn jetzt auch gar nicht irgendwo hinnerven, damit er frisst, sondern eigentlich soll er nur fressen. Wir versuchen unser Glück jetzt mal einfach. Wäre blöd, wenn er jetzt mal durch die Gegend rennt. Immer zu. Ich meine, so wie der jetzt gerade in der Hab-8-Stellung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt Bock zu fressen hat. Aber vielleicht. Ich dropp den mal. Au. Au, 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 au. Au. Okay, also von der Pinzette will er nicht. Er sucht gerade die Stelle, wo er reinpieksen kann. Das Dumme ist gerade, dass der Wurm so
an dem Blatt sich da so ein bisschen festgehalten hat. Jetzt versucht er gerade zu stechen. Er gibt alles. Aber ich glaube, das ist schon längst gelaufen. Der hat gar nicht mehr vor, ihn zu stechen. Der würde ihn wahrscheinlich gleich. Er versucht doch zu stechen. Er sucht eine weiche Stelle, um zu stechen. Und so wie es aussieht, er fängt schon an, seine. Ja, er hat gestochen. Ich sehe, dass da ein kleines Austrittsloch ist an dem Wurm direkt am Kopf. Vielleicht hat er auch nur das Gift da abgegeben und hat gar nicht getroffen. Aber so wie das aussieht, dadurch, dass er seine Beißwerkzeuge oder seine Kauwerkzeuge, wie kann man das nennen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jedenfalls benutzt er seine zwei weiteren Zangen, die er da vorne hat, gleich, um das Futter sich in die, also den Wurmburrito sich ins Maul zu schieben. Da geht's los. Ich meine, immerhin fängt er von vorne an, nicht so wie bei den Gottesanbeterinnen, die einfach hinten anfangen. Aber hey. Cool, dass wir das noch drauf gekriegt haben, dass der frisst. Weil ich sehe es eigentlich nie, ihn fressen. Ne? Also ich mache das Futter rein und das war's. Denn ist immer Ende der Legende. Gut, und mit der erfolgreichen Fütterung, die wir hier gerade gesehen haben, werde ich das Ganze jetzt auch beenden. Das heißt, wir haben noch Tiere gesehen. Wir sind begeistert. Oh, er ist nicht so begeistert, dass ich hier gerade rumpitcher. Ich muss das jetzt sachte machen, damit er den Wurm nicht wieder verliert. Er soll ihn schön festhalten. Ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann bekommst du mit, wenn wieder was Neues passiert. Ein Video, ein Stream, ein Beitrag, was auch immer. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich auch noch Patreon, Link in der Beschreibung. Außerdem haben wir noch die Kanalmitgliedschaften, Link ist auch in der Beschreibung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!